Ja, so, los geht's. Eine mit Spoon, eine... Oh, da ist schon Alarm. Oh ja, da hängt schon die erste. Ja, so, weiter geht's. Oh, da läuft die Schnur schon wieder ab. Kommt. Da haben wir eine Pinky. Ja. Na komm, Baby. Jawohl. Willkommen zu Hause. Weiterer Vorteil dieser Beinschaft gegenüber meiner winzigen Feuerhose ist, dass sie wesentlich breiter ist, dass das viel mehr ran. Ja, ja, ich weiß. Das ist schon ziemlich geil. Kann man nicht sagen. Ist doch sehr gut verarbeitet. Oh. Oh. Oh, oh, die Dicke. Oh, die Dicke, Leute, Vorsicht. Gurke. Vorsicht, Vorsicht! Kannst du mal meine rechte hier schnell rausholen? Ja, die gute rechte von dir. Ja. Ja, das passt auch gut, ne? Auf den Ständer halt. Ja, ja. Achtung, 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 Achtung! Ja, Leute. Das ist ein schönes Moped. Ja, ein richtiges Moped. Und auch die guten, das hat natürlich besonders geil, ne? Wenn die einen Spoon im Maul hat, ne? Den kriegt der Typ nicht wieder. Das hat er nicht verdient. Wenn er schon abreißt, ne, dann muss er auch damit leben. Vorsicht, da ist noch eine Pose, bitte mal. Da, die Pose. Kevin. Die Pose, bitte. Schnell, 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 schnell. Nimm grad die Pose. Danke. Kann ich nicht halten. Die macht, was sie will, Leute. Also erstmal rauslassen. Vier. Was, vier? Kilo? Du, keine Ahnung. Ja, die ist groß. Das. Die ist richtig groß. Ich dachte, die beißt erst morgen wieder. Geil. Ja, ja, Piano, ne? Hoffen, dass das Tackle hält. Ach, das geht schon. Boah, die kriegst du nicht bewegt. Ich glaube, 4,5 oder so. Mehr als genug, ja. Ich hab die Fische schon mit 2,5 Kilo verglichen. Das ist der dritte Wurf mit Bienenmade. Jetzt? Ja. Pose oder? Ne, mit Spiro, ne? Ah, ach so. Dritte Wurf, was anderes gemacht, boom, Einschlag, siehste. Und ich glaube, die war auch eben bei ihm hinten schon dran. Ja, das kann sein. Ja, das ist die dritte Route, an die geht. Die hing bei Kevin kurz. Oh, warte, hier vorne, kommt sie jetzt. Stunden später bei dem Kollegen daneben drauf gefetzt. Und also wenn sie gleich ein Spoon im Maul hat, dann wissen wir, dass es die gleiche ist. Oh, hier vorne ist es schon. Aber die macht ja auch krass helle, die. Kann ich nicht halten, das kann ich nicht mal bewegen. Das ist doch der Charme von dem Leistengerät. Das ist, was mir da am meisten dran Spaß macht. Oh, pass auf mit deiner Route hinter dir. Ja, ja. Könnte die sein. Ja, Leute, immerhin müde machen. Kompetentes Personal dabei auf den Fischern. Müde machen. Nicht rausprügeln. Solche Fische, ich sag's immer wieder. Die macht mit mir hier auch gerade, was sie will. Die hat Dampf. Ja. Ja. Bremse weich einstellen, Leute. Lass sie ruhig abhauen, wenn der Haken sitzt. Ja, passiert nichts. Ja. Dann passiert gar nichts. Dann könnt ihr sie ruhig ein paar Mal gehen lassen, dann wird sie müde. Das ist der Sinn und Zweck. Und dann den Drill genießen. Boah, kriegst du kaum bewegt, das Vieh hier, wa? Ich setz ich eine Gänsehaut und ich hab sie nicht mal dran. Jetzt kommt sie hier vorne irgendwo lang. Und da vorne ist sie irgendwo. Nicht so hoch. Oder kriegt sie dich runter? Ja, Leute. Schaut euch die Abfahrt. Abfahrt.
Nein, Paddy! Leg die Route ruhig hin! Ja. Da kommt sie hoch. Oh. Ist das fies? Ja. Nein. Hat einen Spoon im Maul. Ja, dann ist sie das. Das ist die dritte Route, auf die geht. In 10 Minuten. Ja, Leute, ihr seht. Ja, es ist brutal. Brutal geil, so einen Fisch zu drillen. An so weichem Geschirr. Ja, das macht echt Laune, ne? Aber du siehst, ich krieg sie nicht mal, hoch. Das würde die mit jeder Route hier am Teich. Kommt mir so ein bisschen vor wie bei dem dicken Karpfen. Ah, jetzt kommst du das erste Mal Luft schnappen. Mhm. Der hat ja mit den Runden gedreht. Ne? Ja, da war ich auch ein paar. Ja. Ein paar Minuten unterwegs, glaube ich, eine Viertelstunde oder so, Minimum. Ja, das ist normal bei den großen Karpfen. Aber ich meine, wenn man die Schwarzwaffel anguckt und das Paddel da hinten dran. Ganz vorsichtig hoch. Max! Rute raus! Nein, er hatte da gerade einen Knoten mit Knoten. Ach so! Ah, die hat noch einen Knoten, den mussten wir erst lösen. Dann seid ihr verziehen! Da ist sie, Leute. So, jetzt. Darius, mach dich bereit. Ja, ich bin bereit. Jetzt ist sie oben. Versuchst du mal hier hinzuziehen. Die hat noch keine Lust. Die ist ja richtig störrisch. Oh, die hat echt Bock, ne? Du hängst in deiner Schnur, in deinem Rücken. Warte mal. Yes. Jetzt kommt sie. Ja, nee, nochmal. Einmal weg. Ich hab Zeit. Ja, ich auch. Ich auch. Guck dir das an. Gleich Fotosession? Mhm. Erstmal musst du drin sein, ne? Ja, da mache ich mir gar keine Sorgen bei dir. Da mache ich mir bei dir keine Sorgen. Wer kann angeln? Das wissen wir doch. Das klingt ja alles erlebt. Achtung, da ist sie. Nee. Aber die war noch nicht so weit. Nee. Das wäre gefährlich gewesen. Deswegen habe ich noch gar keine Anschauung gemacht. So, jetzt könnte sie mal langsam kommen, ne? So, mal vorsichtig hier hinziehen. Mal gucken, ob sie schon Appetit hat auf den Kescher. Pass auf, hier mit der Betonklappe. Ja, geh mal hin mit dem Kescher. Kriegst du sie schon? Schnell. Jetzt, noch vom Kopf. Da kann sie gar nicht besser rein. Was da noch ein Druck hinter ist, obwohl die direkt auf der Oberfläche rumhängt. Ja, das ist Wahnsinn. Du brauchst gar nicht erst nach unten. Hey, nimm den Kopf hoch. Madame. Ja, das ist schon. Das macht Laune, ey. Das macht Laune. Ja, Kevin, dauert noch ein bisschen, ne? Immer noch. Ja, guck dir das nicht an. Was ist das für eine Nummer? Nuller? Hm? Oder 00? Ja, super schlimm. Moped, ne? Das ist super schlimm. Krieg die nicht hoch, ey. Ja. Die war schon die ganze Zeit oben, jetzt geht sie wieder runter ein bisschen. Ey, der hat Dampf ohne Ende, ne? Die könnt ihr mal von. Die hat so einen Druck, ne? Da kannst du auch machen, was du willst. Du kannst nichts machen, die macht, was sie will. Habt ihr erstmal Zeit zum Frühstücken, ne? Wie Schlitten fahren. Ja. Pech hast du deine Zähne Bäume. Ja, zum Glück gibt's hier keine. Ja, siehst du, die will runter. Ja. Ist ja schon wieder ein Meter unter der Oberfläche, ne? Die war die ganze Zeit direkt auf der Oberfläche schon. Aber die hat schon Luft geholt, ja. Dass da noch so ein Dampf hinter sein kann. Vor allem, die macht ja nur einen leichten Schlag, ne? Die macht nicht viel. Die nutzt ihr ganzes Gewicht, gerade an den leichten Gefährten. Ne? Die nutzen Physik, Conservation of Energy.
Yo, Leute! Ja, der kann angeln! Faust drauf! Schalke! Okay, schaut mal, Leute, was für ein geiles Vieh! Ja? Holt mal jemand den Vorschlag an! Stark! Noch Spoon noch, ne? Nee, den Spoon hat sie bei Kevin abgerissen. Ach was. Ja, leg mal ruhig da hinten. Ich halte ihn hier aufrecht. Geil. Hol mal die Waage. Guck dir das an. Ja, so. Ich brauche nicht mehr angeln. Ich habe alles erreicht heute. Stark, ne? Michael! Gucke! Ja, die... Die hat 5. Den Spoon gebe ich mal den Bengels wieder. Ne? Ja. Aber guck mal, die wären nirgendwo hingegangen. Warte mal. Die wären nirgendwo hingegangen. Ja, schaut mal, Leute. War da keiner. Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Bienenmade, weginhaliert, bis an Anschlag. Schon an 3 anderen Routen gewesen. Ja, die ist bei dir draufgegangen. Dann ist sie bei ihm abgerissen. Dann hast du mal einen Spoon blöd angeguckt. Nee, ist erst bei ihm draufgegangen. Nein, bei mir ist er nicht. Bei mir ist er ausgeschwitzt. Okay, das ist gut. Weil bei mir hat er so vorne, direkt vorne an der Lippe. Richtig geiles Ding, okay, Alex. Alter, danke. Alex, das gibt wieder Klicks und Views, Alter. Ah. Ich habe die Vorarbeit geleistet. Ja, genau, ich wollte gerade sagen. Du hast sie müde gemacht, ich habe es rausgekriegt. Ja, mit Sicherheit ihre 4 Kilo. Ja, 5. Könnte auch Richtung 5 gehen. Ja, 5 würde ich sagen. 5? Ja. Was jetzt davon, du Sau? Oh, ich habe das Arm gemerkt beim gerade hochhalten. Ja, Leute, schaut mal. Ihr habt es gesehen. Spoon lief nicht mehr. Bienenmale dran gemacht. Dritte Wurf. Weginhaliert. Bis in Anschlag. Ja, 5 Kilo hat sie. Geiles Vieh. Ich helfe die Gurke. Ja, guck da! Ein Riese? Ein Riese, ja! Dicken Riesen habe ich gefangen. Oh, das sind ja richtig dazu! Der ist toll, ne? Der ist Lachs. Ja, das stimmt. Das ist krebrig. Da ist der Schleim da drauf, ne? Mhm. Oh ja, mein Nachbar hier auch mit dem schönen Fisch. Super. Er hat auch einen. Ja, auch mit dem schönen Fisch hier, mein Nachbar. Super. Ja, Petriwi, mein Freund. Sehr schön. Leute, hat jemand so einen Ding gefangen? Ja, komm mal zu Alex. Ja,
viel besser hier Standard putzen, ne? Zwei künstliche einfach reingeschrieben. Ja, die Fischhalle. Die geht die auch gut. Wahnsinn. Ja. Unglaublich. Ja, Leute, zwei künstliche einfach reingeschmissen, weil ich den anderen Fisch versorgen wollte. Gute Punkt. Hammer. Hammer. Tja Leute, schaut mal. Zwei künstliche Bienenmahnen. Wollte eigentlich mit schleppen. Aber sie sind so gallig gerade reingeschmissen, abgesunken. Fisch. Stark. Tja Leute, so. Aktive Zeit ist vorbei. Ich habe jetzt zwei Bodentaster rausgelegt. In unterschiedlichen Höhen. Klassisch Bienenmahne, Powerbait. Ja, dann wollen wir mal gucken, was passiert, ob noch was passiert. Ja, ihr seid mit dabei. Ich habe die Kamera jetzt mal hier hinten hingestellt, weil ich irgendwie einen Kabelbruch habe. Und jetzt gerade die Kamera wieder lädt. Deswegen darf ich sie nicht mehr bewegen. Ja, muss mir erst ein neues Kabel dran bauen. Insofern, ja, seid gespannt, was noch geht. Und wieder rund auftreibend knallvoll. Was hast du da drauf? Das ist ein Marschball. Ja, von den Fruchtsorten. Macht ja irgendwas. So, wir papieren, glaube ich, dran. So Leute, ja, ich hoffe das Video hat euch gefallen hier von der Teichwirtschaft Lehmann, von meiner Lieblingsanlage vom Eddy. Ist jetzt hier die letzten Würfe für mich, es hat wieder mega Spaß gemacht hier mit den Jungs und ja, geiles Ergebnis, was soll ich anderes sagen. Ja, ihr seht gleich noch ein Foto, was es ja, gegeben hat und ja, richtig toll und ja, kann euch nur sagen, kommt ihr her, richtig geile Fische. Macht immer wieder Spaß, auch im Sommer, wenn es 40 Grad sind, kann man hier Forellen fangen. Und ja, Leute, wenn euch das gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, ein Like, ein Abo. Ja, ist doch nicht so schwer, unten da drauf drücken. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder, Leute. Habt Spaß am Wasser, macht's gut und bis dann. Ciao.